Aber Zellulite habe ich noch nicht am Schlitz, oder? Spinnst? Habe ich manchmal, wenn ich ganz dick, wenn ich ganz dick bin. 50 müssen gehen ohne Schnaufen. Probieren hat mich so ein bisschen runtergezogen. Wirklich? Ja. Hey Freunde, Stefan hat gerade schon gefragt, was ich heute mache. Schwer, was hast du da drin? Dazu gibt es ein Reel auf meinem Kanal, was alles in meinem Gymbag ist. Stefan hat gerade schon gefragt, warum wir heute schon wieder filmen, weil wir schon ganz oft Beine gefilmt haben. Aber ich habe ihm gesagt, dass wir und ihr ihn liebt und deswegen ist er heute wieder dabei. Weil wir haben die Ehre, dass Stefan heute wieder mit mir Beine trainiert. Der ist sehr busy, 3,5 Wochen vor seinem wichtigsten Wettkampf seiner ganzen Karriere. Wie geht's dir 3,5 Wochen vor dem wichtigsten Wettkampf deiner Karriere? Gut. Ja. Der nächste Wettkampf ist immer der wichtigste Wettkampf der Karriere. Wir machen heute also man gewöhnt sich dran. Und wie trägt man das jetzt? Der ist kaputt gegangen. Warum magst du so halb wieder hoch? Ich verkeile nicht. Du kannst schon tiefer. Nee. Rutscht dann weg. Prost. Aber so klappt es ja, bist du nicht wegklappst. Ja, siehst du, dass du tiefer kannst? Na, du kannst tiefer. Jetzt hast du wieder nur so eine halbe Mark. Ja, runter. Und dann schießt das nicht so hoch. Ich glaube, das geht sich aus, bis du auf den Möpschen einstößt. Probier mal. Nein, geht sie nicht aus. Also ganz wichtig, nie mit dem Becken hinten von der Rückenlehne wegrutschen, sonst gibt es mal schwerwiegende Probleme in der Wirbelsäule. Das erste Zeichen, wo noch nichts kaputt ist, aber wenn Leute erzählen, sie bekommen beim Beintraining oder vor allem auch bei der Beinpresse einen Pump im unteren Rücken, dann ist das meistens der Fall, da das Becken nach vorne kippt, also der Popsch von der Rückenlehne abwandert und das sollte auf alle Fälle vermieden werden. Natürlich sollte es so tief wie möglich gehen, aber das möglich ist halt limitiert durch die Gluteus- und Beinbizeps. Dehnung und wenn die zu schlecht ist, gibt eben das Becken nach vorne. Deswegen darauf unbedingt aufpassen. Ja, das ist aber nicht schön. Willst du da noch einen 6er machen? Was? Soll da noch einen 6er hin? Ja, weil so geht das nicht. Und da ist auch eine 25er. Ja. Aber ob wir jetzt einen 5er dazu packen oder 25? Was? Das muss gleich sein wie drüben. Das muss noch 20 sein. Warum? Ja, also austauschen da. Überhaupt keine Ordnung mehr im Leben. So fängt es an, der stille Verfall. Zuerst die Scheiben nicht ordnen und unordentlich rauf tun. Im nächsten Schritt werden schwanger. Unachtsamkeit nennt sich das. Ich weiß, dass ich nicht schwanger werde. Unachtsamkeit. Jetzt beide sein gleich. Schaut euch das an. Das gibt Augenkrebs. Schrecklich. Mobilität könnte ein bisschen besser sein. Also wenn es da das Becken schon ab der Tiefe nach vorne zieht, hast du ein bisschen mehr Arbeit in die Mobilität da hinten investieren. Ich mache eigentlich schon viel, aber irgendwie wird es nicht so besser. Noch zu wenig lang. Du meinst, du wirst muskulär auch besser, ne? Ja, so ist es. Das geht Hand in Hand. Ja, nach oben geht es auch nicht. Also generell? Ja, es gibt natürlich, du kannst halt Abduktor machen, dann könntest du halt Banded Side. Ja, ist auch Abduktor. Warum soll ich das machen, wenn es eigentlich ein wunderbares Teil dafür gibt? Ja, aber es ist halt da herum der Gluteus Medius, den Abduktion. Machst halt in der Abduktion. Und natürlich kannst du
alle Orten der Abduktion machen, damit der Variabilität reinbringt. Aber in Wirklichkeit geht das halt dort oben hin. Und ja, nicht diese Vorbeugkacke. Wir probieren jetzt für mich den richtigen Abduktor zu finden. Ich finde den alten da echt besser als diesen Hammer Strength. Von dem war ich nicht so der richtige Freund. Ich finde auch Vorteil an seilgebundenen, vor allem die mit so einem Exzenter versehen sind, dass man wirklich eine schöne, konstante Kraftkurve hat und da schön in die Spannung gehen kann. Und so vom Tastbefund fühlt sich das Ganze jetzt ganz gut an. Ja, sehr gut. Schaut mal, cooles Monster-Trizeps an. Gehst du bei der Doppelbizeps? Ich wollte gerade sagen, war das Photoshop? Nein, nein. Oder nur der Winkel? War gut, ne? War gut. Deswegen habe ich gesagt, du züchtest massive Off-Season-Kinder. Warte, lass ihn mal locker, ich muss schaukeln. Aber Zellulite habe ich noch nicht am Trizeps, oder? Spinnst? Habe ich manchmal, wenn ich ganz dicht bin. Wenn du ganz dicht bist. Was sagst du zu dem Adduktor? Zu wem? Ich zu dem? Ja, ganz gut. Es ist auch kein 10 von 10, aber es ist vielleicht ein 7 von 10 und die andere ist maximal ein 6 von 10. Ja, okay, ich wiege jetzt 38 Kilo. Wie hoch das schwer ist? Hört mir immer auf, diese Gewichtsfragen zu stellen. Keine Ahnung, ich schaue mir das Bügel an und dann sehe ich, ob es leibend ist oder nicht. Vom jetzigen Gefühl kann ich, würde ich sagen, 70 ist auch okay. Nur es gibt in jeder Physik so einen Punkt, da gibt es und das können noch 500 Gramm sein. Deswegen ja. Kann man nichts sagen. Limitierend. Mir fällt alles auf. Jedes kleine Detail. Bist du narrisch, du schnaufst. 22 Wiederholungen. Ja, 50 müssen gehen ohne Schnaufen. Ich muss mein Cardio machen. Ich mach schon 6. Was ist mit dir, was ist mit deinem Laufi-Bandi? Hab ich, aber es ist ja immer so schnell gehen. Aber ich kann, weißt du, es wäre halt voll viel Zeit aufwand, wenn ich jetzt immer hier noch eine halbe Stunde auf dem Zimmer. Ja, du müsstest schon was, damit die Herz-Kreislauf-Fähigkeit auch besser wird, so höherer Puls. Ja, so 130, 135 sollte es schon ballern. Und kann das ich ja gar nichts machen nebenbei. So, Weil ich gehe joggen. Ja, das bringt gar nichts. Aber joggen gehen die Beine für die Pumpen. Also, ich bin kein Freund vom Laufen, aber du kannst auf diesem Laufband kannst nicht schneller gehen. Ja, doch schon, aber. Intensiver? Steigung? Steigung nicht, schneller. Kauft ihr so ein Fahrrad? Ja. So ein. Wachsen die Beine vom Fahrradfahren mehr? Nein, vom Cardio wachst. Was du da hast, Robert Förster. Sind wahrscheinlich auch von was anderem Boxen. If you two knew you was coming over, that would be a problem. Yeah. If our friends knew undercover love and they would try to solve it. Solve it, yeah. Me and you, what we do, it stays between me and you. Okay, weil du gesagt hast, wir probieren, ob ich im Sommer starte. Also ja, ich glaube, es ist voll realistisch. Und das Probieren hat mich so ein bisschen runtergezogen. Wirklich? Ja. Nein, das ist voll realistisch. Okay, das heißt, nur 16 Wochen Diät, egal wie viel ich wiege? Ja, das sollte auf alle Fälle reichen. Also ich will ja nicht, dass du fetter wirst, dass du jetzt bist. Das ist genau gut und da geht alles locker in 16 Wochen. Okay, das heißt noch so 3-4 Monate. Noch schön Zeit. Außer es kippt irgendwann einmal, dann zieht man halt früher die Reißleine, aber gehe ich jetzt nicht davon aus.
bisschen mehr Cardio sollte ich machen, aber eher wegen dem Training. Ich glaube, dass das Training besser sein könnte, dass du ein bisschen mehr kardiovaskuläre Reserven hättest. Ich schau mal nach einem Amerikaner-Gerät, würde ich mal so. Ja, Radl ist schickst und alles andere ist wackelig, scheiße. Und viel Platz. Nimmt viel Platz weg und ist in der Qualität, wie man es brauchen würde, auch zu teuer, meiner Meinung nach. Okay, da meinst du Bescheid, Leute. Es war gut, einmal abzucatchen mit Stefan, seine Meinung einzuholen. War ein gutes Training. Und Fazit haben wir gezogen. Ich brauche mehr Cardio. Das nehme ich nicht wegen dem Fett, sondern wegen der Fitness. Wegen der Fitness. Dass da keine Missverständnisse aufkommen. Genau, weil ich zu unfit bin. Aber sonst alles gut, ich bin zufrieden. Ich habe das Gefühl, ich wachse, fühlt sich alles gut an. Und genau, so kann es weitergehen, 3-4 Monate noch. Und dann kann es wieder in die Prep gehen, aber ich genieße noch die Zeit bis dahin. Stefan, danke für deine Zeit. Gerne. Und see you in the next video. Ciao.